Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Wir kommen gerade aus Ravenholm, sind jetzt in die Minen und wollen mal schauen, was die so für uns an Überraschungen bereithalten. Also, dann springen wir gleich mal in das kühle Nass und tauchen hier nach unten. So. Es scheint so, als wäre dieses Seil, was ja eindeutig ein Barnacle ist, eine Klette, wie sie es genannt haben in der deutschen Version, unser einziger Weg nach oben. Von daher müssen wir mal gucken. Dann zieh uns mal hoch, Barnacle. Denn wir wollen wieder nach oben. So. Ah nein, es ist nicht unser einziger Weg nach oben. Tatsächlich ist das hier einfach eine optionale Stelle gewesen. Naja, Bonus. Bonus ist gut. Einmal speichern, wieder ins Wasser hüpfen. Mutig. So, jawohl. Es geht hier unten drunter durch und weiter. Und jetzt sind wir angekommen, da wo wir hinwollen. Naja, nein, noch nicht. Da wo wir hinwollen, ist das Ende des Spiels. Aber was haben wir hier? Oh, ein Zombie-Schnetzler auf einem Wagen. Den machen wir an. Oh, Moment. Da fällt mir ein. Das ist jetzt auch ein Gordon Freeman-Schnetzler. Also sollten wir hier die Zombies aktivieren und wieder runterrennen, damit die geschnetzelt werden. Und jetzt aber sollten wir hier nicht an dem Hebel hängen bleiben. Das ist jetzt so ein Timing-Ding. Wir müssen immer in die nächste Mulde rein, bevor uns der Wagen erwischt. Also rennen wir jetzt natürlich dem Wagen hinterher. Der ist so. Und hier die Mulde. Speichern. Okay, das war vielleicht Munitionsverschwendung. Und in die Mulde. Und in die... Oh. Ich dachte, ich hätte den Schleichen-Button gedrückt. Und dann warten wir einfach ab, bis die hier... Entweder hier... Ja, die können hier nicht durch. Da ist ja dieses Kabel im Weg, das heißt, bis die platt geschnetzelt wurden und dann, bis der Wagen wieder unten ist, dann sollten wir genug Zeit haben. So, jawohl. Und jetzt können wir hier aus der Mine raus. Ins helle Licht. Ladebildschirm. Und auf geht's ins Licht. Das entpuppt sich als eine Stadt wieder. Und hier ist wieder die schwarze Headcrab. Da hat sich auch was bewegt. Okay, das war aber kein Headcrab. Da ist der geheime Cache, okay. So, das konnten wir aber nicht gebrauchen. Nun gut, speichern wir und schauen mal weiter, bevor ihr hinzukommt. Erstmal auf die andere Seite.
dahin, wo die Schienen schon belegt sind, wobei es eher so aussieht, als wenn dieses Schienennetz nicht mehr benutzt würde. Wir haben 1A Arbeit geleistet, die Combine-Soldaten und die Aliens scheinbar auch. Die Menschen hier sind ziemlich dezimiert. Aber Tauben gibt's noch. Die gibt's ehrlich gesagt, die wird's wahrscheinlich immer und überall geben, sobald man in eine Stadt kommt. Oh, ein Sniper. Gut, lassen wir ihn erstmal. Und dann, wenn der alle gekillt hat, dann gehen wir her und da können wir nämlich tatsächlich hier, wenn wir es schaffen, die Granate oben reinwerfen. Dafür gibt es Quickload. Die Granate oben reinwerfen. Und den Scharfschützen abschießen. Oder eher gesagt, absprengen. So. Und das geht jetzt so weiter. Das hier ist jetzt ein Bereich, wo wir immer wieder vor Scharfschützen aufpassen müssen. Da, hier in dem Ding wird er sein. Am linken, ja, genau, am linken Fenster. Da sieht man, wie er zielt. Das hat er gut gemacht. Das müssen wir ihm lassen. Vielleicht sollte ich ihm die Möglichkeit nehmen, diese Fässer zum Explodieren zu bringen. Ist halt von der Munition her doof. Aber gut. So. Wir sind jetzt hier noch hinter diesem Ding. Die sind... Ich hätte jetzt... Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass die so klug sind, die Gegner. Der schießt das Fass ab, weil er weiß, dass er mich damit treffen kann. Weil er weiß, dass ich nah genug bin, um davon getroffen zu werden. So. Jetzt nochmal speichern. Sagen, jetzt heißt es mich eigentlich rennen. Da kann er auf das Holz schießen, so viel wie er will. Das ist mir egal. Der denkt jetzt, ich bin irgendwo hinter diesen Kisten, aber in Wirklichkeit bin ich schon hier jetzt unter ihm. So, jetzt die Frage, wo ist er? Da oben. Und jetzt können wir tatsächlich wieder die Granate benutzen. So. Und jetzt können wir ziemlich sicher hier und auch hier überall drüber. Denn da hinten war ja noch Lebensenergie, die wir nicht einsammeln konnten. So. Gucken, da ist nichts drin gewesen. So. Sehr schön. Entschuldigung. Da hat es mich mal in der Nase gekitzelt. So. Tatsächlich trocknet mir immer die Nase aus und dann muss ich niesen manchmal. So,
Jetzt schauen wir mal, ob noch einer kommt. Ich glaube ja, dass jetzt noch einer kommt. Und da müssen wir auch erstmal gucken, wo der ist. Das heißt, wir müssen uns ihm einmal aussetzen. Zombie-Schmerz, Zombie-Tod. Bums. Das würde ich sagen, ist kein Sniper. Die hier übrigens sind jetzt doch schon stärker. So, gerade gespeichert. Ah ja, ich habe das Combine-Maschinengewehr. Das ist auch eine tolle Waffe, die hat mir auch immer gefallen. So, immer schön zwischendrin speichern. Und hier ist noch mehr Munition für die Combine-Waffe. So. Und natürlich renne ich voll durchs Feuer, ich speichere trotzdem. Mir egal, es wird trotzdem gespeichert. So, da ist kein Sniper, da kann keiner sein. Okay, das ist jetzt so eine Stelle wieder mit Fässern, da muss man... Wie im ersten Teil werfen die natürlich auch Granaten. Wäre es uns doch etwas langweilig. So. Ja, aber wie man sieht, die sind am Rücken nicht sonderlich gut gepanzert. Da haben wir Lebensenergie. Und mal gespeichert, bevor man weitergeht. Das ist immer eine gute Idee. Hier sind ganz viele von den Explosivfässern. Und die sind auch nicht mehr so doof, dass sie in ihre eigenen Granaten reinrennen. Das sollten eigentlich nicht mehr so doof sein. Und man hört schon, hier wird geschossen. Das heißt, hier ist mehr als nur eine Partei am Werk. Hier haben wir tatsächlich Freiheitskämpfer, die hier gegen die Combine-Soldaten schießen. Dann helfen wir denen doch mal. Winston's been hit. Winston, nein. Gordon Freeman. It's incredible you made it. We've been getting communications from Alex. I'll see if I can reach her again. Follow me. Aber was ist mit Winston? Er wird durchkommen, oder? It's Leon. We're all clear. And I've got Gordon Freeman. Dr. Freeman, you're kidding. I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Over here, Dr. Freeman. Eli wurde gefangen. He's indispensable to the liberation. Ja, wir müssen Eli helfen. Alex, it's Leon, and I've got Gordon Freeman with me. Gordon, you made it to Ravenholm. Thank God. I need your help. They've taken my father. He's been taken to Nova Prospect. The Vortigaunts tracked the ship that made off with him and Judith Mossman. While the trains are still running, I'm going to hitch a ride. Here's where you come in, Gordon. I need you to make your way along the coast until you get to Nova Prospect. It used to be a high-security prison. It's something much worse than that now. But I think it's still easier to sneak in than to break out. You want him to take the coast road? He won't last 5 minutes on foot. It's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had the scout car we left with you last summer. The one my dad rigged with the Tau cannon. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Will do. I just finished mounting an ammo crate on the back. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Take care of yourself, and I'll see you in Nova Prospect. Bye for now.
Bye, Alex. Okay, Doc, before you hit the road, you might want to grab some med kits, restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Stay with the car, make use of the thumpers. You'll stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Shorepoint to NLO. Shorepoint to New Little Odessa. Come in, Odessa. Do you read? Okay. Dann wollen wir mal die Küste entlang fahren. Der nächste Abschnitt. Shorepoint to NLO. Hello, Dr. Freeman. The car's all ready for you. Hop in and I'll lower you down to the beach. Hier ist die Munitionskiste. Da kann ich für diese Waffe hier endlos Munition rausholen. Und hier vorne ist die Taukanone, die ihr vielleicht noch kennt. Das ist die, die sich überladen konnte. Und hier sehen wir schon mal einen ersten Blick auf die Ameisenlöwen, die uns jetzt für eine lange Zeit verfolgen werden. Wir speichern mal und steigen dann ein. Ah, au. Glücklicherweise können wir den Buggy schnell wieder rumdrehen. Und los geht die wilde Fahrt. Wieder einmal eine wilde Fahrt. Wir fahren hier mal quer über den Strand. Wo es hier lang geht, und immer wieder folgen uns diese Ameisenlöwen. Hier geht's nach oben. Hui. Shift Turbo. Okay, dann würde ich sagen, wir holen noch mal ein bisschen Anlauf und fahren mit dem Turbo noch mal hier rüber. Das war dumm. Mitten in den Stein zu fahren. War keine kluge Idee. Einmal speichern und vorwärts geht's. Natürlich können wir die Ameisenlöwen auch plattwalzen, genauso wie alle anderen auch. Wow, der Turbo ist aber sehr. Uiuiuiui. Aber wir sind auf der anderen Seite. Das hat geklappt. Und los geht's. Geschwindigkeitslimit interessiert uns nicht. Wir fahren jetzt Vollgas auf der Straße. Das Einzige, was ist, ist, wir machen hier nochmal Pause. Mit nicht ganz so quietschenden Bremsen, um uns etwas Supplies zu holen. So. Das kann man übrigens auch zerschremmeln. So. Mal geguckt vorher, bevor es weitergeht. Da, der Sitz ist schon mal, sieht schon besser aus wie der vom Boot. Und wir fahren durch die Abgrenzung in den Tunnel. Egal was da kommt, Vollgas voraus. Ah, und die quietschenden Reifen wären die Leertaste gewesen, die Handbremse. Okay, gut zu wissen. Wir geben weiterhin Gas und müssen einmal vollbremsen, denn ansonsten rasen wir hier in den Abgrund. Also einmal außen und dran vorbei, den Strand entlang. Yeah. Das ist ja sowieso ein Offroad-Buggy, von daher können wir hier problemlos hier entlang düsen. Das habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich habe ich das in dem Spiel noch nicht getan. Zu driften. So, und die Ameisenlöwen bleiben uns von diesen Dingern hier fern. Hat so ein bisschen was von Dune. Wobei, ich glaube, da haben sie mit den Thumpern die Würmer gerufen und nicht ferngehalten, wenn ich mich nicht irre. Ich kann die übrigens auch einfach wegschießen. Und dann kommen sie zwar wieder, aber es macht ihnen trotzdem ein wenig Schaden und irgendwann sind sie platt. So, schauen wir mal. Oh, so einer.
die in Deckung gehen. Das ist Verhalten, das hatten die Red Crabs früher nicht. Das ist einfach nur schön. Das ist einfach ein verständliches, natürliches Verhalten, dass die Red Crabs in Deckung gehen, wenn sie beschossen werden. Da ist er nach vorne gehüpft, er wusste ungefähr, aus welcher Richtung das kommt. Hat ihm natürlich nicht viel gebracht, aber dennoch. Hier muss also wieder so ein Zombie mit Viechern auf dem Rücken sein. Ja, Granaten kriege ich hier umsonst. Dann wird das wahrscheinlich die Lösung sein. Ich schmeiß mal eine da hoch. Und versuche mal eine hier ins Fenster reinzuschmeißen. Und versuche mal eine da hinzuwerfen. Na komm, durch die Tür kriege ich sie doch durch. Ich habe eh endlos viele. Okay, ich habe zumindest ein paar von den Viechern gekillt. Okay, bevor wir die Endless-Granaten haben, müssen wir hier noch die Kiste einmal freiräumen. Jetzt können wir uns aber hier immer wieder Granaten rausholen. Ich will eine Granate durch die Tür werfen. So, weg, weg, tschüss. Jetzt haben wir es geschafft. So. Und die Granate holen wir uns natürlich zurück. So. Vier Schüsse aus der Gravity Gun und die Endlines sind weg. Wir kommen immer noch nicht hier rein, aber wir können hier reingucken. Und wir können hier reingucken und sehen eventuell etwas, was wir gebrauchen können. Nein, das sehen wir nicht. Wie ist es hier hinten? Hier sehen wir auch nichts. Wir müssten tatsächlich... Na ja gut, ich kann mir die Supply-Kiste auch einfach hier runterholen. Da war eine Heilung drin, passt doch. Und dann geht's zurück zum Wagen und die Fahrt geht weiter. So, in den Wagen bitte. So, jetzt einmal die Nase noch kratzen. So. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, doch kommen wir. Damit hängen wir hier glorreich fest. Aber wofür gibt es denn die Gravity Gun? Wenn nicht, um den Wagen zu befreien, wenn er irgendwo festsitzt. Und ab in den Wagen. Hallo, ich bin in den Wagen, lässt du mich mal rein? Das lief nicht so gut. Egal. Wir sind in dem Wagen, im Gegensatz zum Boot, nicht unverwundbar. Also, das hat man am Anfang gemerkt, als wir auf dem Boot abgestürzt sind. Hat das bewirkt, dass wir keinen Schaden genommen haben und hier mit den Ameisenlöwen in dem Bereich, wenn wir mit dem Wagen abstürzen, nehmen wir trotzdem Schaden. So. Ja, das war schlecht. Die überfülle ich haben, bitte. Das nächste Haus. Für die habe ich ja unten plus Munition hinten im Wagen. Warum nutze ich jetzt momentan eine andere Waffe? Eieiei, wenn man nicht nachdenkt. Was haben wir hier? Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem Thumper, wo die Ameisenlöwen sich nicht hintrauen. Und holen uns mal aus der Kiste hier hinten etwas Munition. So. Dann kann es ja wohl weitergehen. Weiter die Küste entlang. Und hier sieht man auch schon, das sieht nach einem Nest von Ameisenlöwen aus. Hat was von Termiten. Und hier. Ich fahre jetzt nicht einfach weiter. Ich drehe mich hier.
Ich will schließlich gucken, was in dem Haus ist. Also kommen wir zurück und halten hier an. So, was haben wir hier? Abgesehen von Heilung ist hier ein Boot mit einer Ausrüstungskiste. Okay, das war jetzt wenig hilfreich. Das war alles wenig hilfreich. Nun gut. Es war ein Boot mit einer Ausrüstungskiste. Und das können wir auch hin und her schaukeln. So, einmal die Waffe nachladen. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, da oben geht es nicht hoch. Also fahren wir nochmal weiter hier unten entlang am Strand. Platsch. Hier geht es nicht hoch. Hier ist wieder ein Fumper. Das bedeutet, hier könnte was Interessantes sein. Sieht nicht so aus. Schauen wir mal hier oben. Hier haben wir ein Gebäude und auch Leute. Dann speichern wir mal. Ah, okay. Gut. Ich weiß, was jetzt kommt. Nur allein da an der Munition, die ich aufgehoben habe. Ja, so heiße ich. We're expecting gunships at any moment. No time to be wandering around. We'll be glad to see you made it. Wir sollen in den Keller, weil die Hubschrauber kommen. Ja, jetzt müssen wir gegen Gunships kämpfen. Dafür bekommen wir aber hier. Genau. Ah, hello. I'll be right with you. Now, where was I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? Ich. Gordon Freeman. Ich habe so ein Ding schon mal benutzt. Final volunteer. Colonel Odessa Cubbage at your service. Gunship! Just send a warning to Lighthouse Point, and then I'll come right up and lend a hand. Go on, teach that gunship a lesson it will never forget. Remember, use the launcher's laser gun. Und da ist das Gunship. Das war kein Treffer. Die Tür blockiert mich. Ich hasse sowas. Das war ein Treffer. Der zweite Treffer. Und das hat schon gereicht. Zwei oder drei Treffer waren das. Und das Gunship ist weg. Gibt's hier noch mehr Munition? So. Get going, Dr. Freeman. We know Eli Van. Get your car. I'll open up this gate. Das hier ist ein Teil von dem Gunship gewesen. Good luck in Nova Prospect, Dr. Freeman. Ich will jetzt erstmal wieder Munition für den. Für den Raketenwerfer haben. Die nicht noch irgendwie Ersatzmunition hier rumstehen. Ja, sehr schön. Wer weiß, was mich in der Zukunft noch erwartet. Von daher. Aha, hier kann man auch hoch. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Nur wissen, wo weiter ist. So. Der Wendekreis von dem Ding ist nicht sonderlich groß.
klein. Ah, da. Durch das Tor. Und los geht's. Auf der Straße wieder entlang. Und wieder von der Straße runter. Gut. Wir sind übrigens nicht mehr am Strand und die Antlions spawnen nicht mehr. Und jetzt dürfte das gerade wieder kommen, weil wir wieder am Strand sind. So. Und hier durch. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auf die andere Seite zu dem Benzin-Ding. Sagen, wir stellen den Wagen bei dem Thumper ab, dann wissen wir, dass hier keine Gegner ankommen. Das ist die Munition, die wir ewig nachladen können. So. So, wir müssen irgendwie da... Ah ja, hier hoch. Hier geht's hoch. Irgendwie da hoch, genau. So. Oh. Okay, ich lade nochmal. Das wäre hier. Das war nicht gut gelaufen. Wir fahren diesmal gleich an der rechten Seite entlang. Vor lauter Nachrichten und E-Mails, die reinkommen. So, uiuiui, so. Und rechts rum. Jetzt juckt mich das Ohr. Immer ist irgendwas. Ich fahre jetzt unbeirrt weiter. So. Und hier kann ich anhalten. Nehmen wir doch mal ihre eigene Waffe in die Hand. So. So. Damit haben sie gezeigt, wo sie sind. Ein bisschen. Was ich an dieser Waffe mag, ist, dass sie so schnell nachlädt. Wo? Wo bist du? Da oben. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jawohl. Von den Combine-Soldaten zurück, die Munition. Und wie gesagt, die andere MG-Munition kriegen wir so. So. Dann gehen wir mal vor.
So, wir müssen irgendwie diese Brücke runterkriegen und irgendwie unseren Wagen hier hochkriegen. Ich würde mal sagen, das passiert wahrscheinlich durch diesen Kran. Also, einmal hier hoch und in den Kran rein. So. Jetzt können wir selber. Das ist jetzt das Blöde, die können uns schießen, während wir. So. Dann machen wir doch mal den hier. Wir schnappen uns ein von diesen Kisten und lassen die auf die fallen. So. So viel zu dem Thema. Jetzt müssen wir noch das hier etwas unterfallen lassen. Ah. Andere Richtung. Genau das wollte ich nur in die andere Richtung vor. Die Brücke einfach umwerfen. Das ist lustig. In die eine Richtung ist der. Uch, das war falsch. Ich wollte die, das, was ich machen musste, war die linke Maustaste. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt den Wagen hochholen, mache ich mal eine Pause, trinke mal einen Kaffee und esse ein Stück Kuchen und spiele dann einfach weiter in der nächsten Folge, die ihr nächste Woche seht. Also dann, ciao, miau!